Hey, heute ich werde dir den wichtigsten Faktor zeigen, um richtig schnell an der Geige spielen zu können. Hi, mein Name ist Santan Morales und ich bin professioneller Geiger und Autor des Buches Geige lernen mit Erfolg als Erwachsener. Und genau, diese Technik, die ich dir heute zeigen werde, du wirst sehen, es funktioniert wirklich und das ist eigentlich etwas nicht so kompliziert anzuwenden. So, wahrscheinlich hast du schon mal versucht, richtig schnell an die Geige spielen zu können. So, und dann du hast gesehen, dass irgendwie die Finger folgen nicht mehr oder das Bogen ist immer zu spät oder dass einfach du kannst dich nicht mehr die Töne einfach schnell genug denken, ja? Und genau, so erstmal, es gibt ein paar Unterschlüsse, die sehr wichtig sind, um richtig schnell an der Geige spielen zu können. Aber eine Sache, die ich immer und immer und immer wieder beobachtet habe bei dem besten Geiger möglichen. Und das genau. Nicht beim Spielen, weil auf die Bühne, wenn du siehst, ein Geiger, der spielt, das ist eigentlich, du musst verstehen, dass wenn man auf die Bühne spielt, dann muss man auch ein bisschen Show machen. Ja? Das bedeutet, du kannst besonders jetzt in unserem 20. Jahrhundert, du kannst nicht kommen und spielen da so. Und dich gar nicht bewegen, ja, das sieht voll blöd aus, ja. Jetzt ist normal, auch egal ob Popwelt oder klassische Welt, so muss man schon auch, es gibt ein bisschen Show immer, ja. So man bewegt sich und so weiter, ja. Aber bedeutet das, dass, aber genau, und das Problem, das ist, dass, wenn man das sieht, eigentlich, das sieht, wenn du einen Kuren siehst, ja, zum Beispiel. Zum Beispiel ein richtiges, gute Kuren von einem richtigen, so, Meister, so ein richtiger Meisterwerk. Wenn du siehst das von draußen, genau, du kannst alles sehen und es gibt so viele Sachen darüber, es sieht so wunderschön und so weiter. Aber kannst du trotzdem das normal machen, ohne die Rezepte und ganz genau zu wissen, wie ihr das gemacht hast, jedem Schritt und so weiter? Nein, das ist nicht möglich. Ja? Du kannst sehen, das aussehen, aber du kannst das trotzdem nicht imitieren. Ja? Die Geige, das ist dasselbe. Ja? Das ist nicht, weil du siehst, es gibt so einen super Geiger, er kommt, er spielt super schnell, er bewegt sich voll und dann du versuchst dasselbe zu machen, das funktioniert nicht. Ja? Das ist eigentlich, genau, so was interessant ist für mich, war immer zu beobachten, den besten Geiger nicht beim Spielen, sondern beim Üben, ja. Wie die eigentlich zu Hause üben, ja. Und was ich immer wieder bemerkt habe, das ist, wie die entspannt und ruhig geübt haben, ja. So, die haben nie so geübt. Ja, und die haben wirklich, wenn die sowas üben wollten, die haben das so eigentlich geübt. Ja. Okay, so wirklich, erster Schritt, das ist, dass du völlig entspannt und locker bleibst, ja? Weil sonst, wenn es, weil, genau, die Sache ist das, sagen wir, du übst das langsam und du bist schon aufgeregt. So, wenn du langsam spielst, das wird nur noch so viermal schlimmer sein, ja? Oder zehnmal schlimmer sein, ja? Also, wenn du das langsam übst, du musst so 100% entspannt sein, ja? Das ist wirklich, das ist eigentlich der wichtigste Faktor. Und bei entspannt, ich meine nicht nur das, so das, eigentlich beide, das körperliche Entspannung, ja. Deine Finger, die müssen, dem Arm, alles muss hundertprozentig locker sein, ja. Weil ich sage jetzt, dass wenn du, um die Finger einfach schnell bewegen zu können, die müssen super locker bleiben. Wenn du ein bisschen Spannung hast, dann du wirst es nicht schaffen, schnell die Finger zu bewegen einfach. Dazu, du wirst dich schnell verkrampfen und dann auf einmal, du wirst nicht weiter spielen können, ja. Also zum Beispiel, wenn man Paganini Caprice spielt, nur für mich, wenn ich das übe, das ist die größte Schwierigkeit, das zu schaffen, genug locker hier zu bleiben, dass ich überhaupt das Stück bis zu Ende im Tempo spielen kann. Ja, weil sonst, na, eine Seite, das ist so schwierig, dass man verkrampft sich und dann kann man nicht weiter spielen einfach, ja. So, bedeutet hier, du musst einfach die ganze Zeit überprüfen, dass jeder Finger, dem Arm, alles hundertprozentig entspannt ist, ja. Und wirklich, du kannst auch so ein bisschen prüfen, ob deine Finger weiter entspannt sind für die linke Hand. Und dann, ja, dass du nicht den Finger zu viel auf die Seite drückst, ja, sondern wirklich locker hältst. Auch dem Daumen, ja. Überprüfe, dass er immer wieder locker ist. Aber es gibt ein paar andere sehr wichtige Faktoren. Zeige ich dir auch gleich. So, das ist so die linke Hand. Für den Bogen, auch diese Entspannung, das ist, dass während du spielst,
Es ist dasselbe, ja? Du musst eher nicht verkrampft sein, sondern wirklich, die Bewegung muss völlig flüssig und locker bleiben. Sehr flüssig und sehr locker. So, aber das ist die körperliche Teil. Eigentlich am wichtigsten, das ist, dass du hier entspannt und locker bleibst, ja? Das ist wirklich das Wichtigste. Wenn du das übst, du musst so sein, eigentlich, das wie beim Joggen, ja? Du solltest mit jemand anderem gleichzeitig sprechen können, ja? Das habe ich sogar oft gesehen, zum Beispiel Gila Papp. Sein super Gagger, sehr berühmter Gagger. Ich habe mit ihm gespielt und er machte das gerne. Er rübte und er hat mit uns gleichzeitig gesprochen. Zum Beispiel, er rübte keine Ahnung was. Dann er hat mit mir gesprochen, er sagt: Hey, was machst du? Bla bla bla. Was machst du heute? Wir haben eine Probe um 10 Uhr. Okay, ja, ich muss auch da gehen. Und er hat einfach so gleichzeitig gesprochen, ja? Irgendwas. Irgendwas. Und weil, genau, und wenn du das schaffst, das bedeutet eigentlich, dass du das in ein Tempo langsam genug spielst, damit es nicht deine ganze Aufmerksamkeit nimmt, ja? Dass du das ein bisschen, genau, und das ist wichtig, ja? Weil, was wir wollen, wenn du das langsam spielst, das ist, dass du das wirklich mühelos spielen kannst, ja? Wenn du das langsam nicht mühelos spielen kannst, du wirst das niemals schnell spielen können, ja? So, wirklich. Spiele auch ziemlich leise. Was ich will, das ist mein Energie sparen, ja? Nicht direkt voll Energie, sondern wirklich die Energie sparen. So, jetzt technisch gesehen, aber das ist wichtig hier, genau wie im schnellen Tempo zu spielen. Wenn du guckst, was machst du im schnellen Tempo? So. Eigentlich, was man macht, das ist sehr wenig Bogen hier. Wenn du langsam übst, du musst genau dasselbe machen. Finger hier, aber wenn du schnell spielst, die bewegen sich sehr schnell. Wenn du langsam übst, aber du musst die Finger sehr artikulieren. Sehr artikulieren, aber in die Entspannung, ja? Das nicht, ich artikuliere die Finger und ich bin voll verkrampft oder ich drücke viel die Finger. Das ist einfach Artikulation. Das bedeutet, du bewegst die Finger schnell über die Seite und dann wieder in die Luft, ja? Und das ist das, diese Artikulation in die Entspannung. So, das war's für heute. Das sind wirklich die wichtigsten Faktoren. Denke wirklich daran, die anzuwenden und sehr locker zu bleiben. Jetzt, wenn dieses Video dir gefallen hat, dann lass es mir wissen. Ich würde mich darüber sehr freuen. Einfach auf Gefällt mir klicken und abonniere meinen YouTube-Kanal. Es gibt jede Mittwoch um 18 Uhr ein neues Video. So. Und wenn du weiter noch mehr Fortschritte machen kannst, ich habe auch, du kannst mein Buch, ja, Gagge lernen mit Erfolg als Erwachsener, kostenlos auf meiner Website bestellen. Du musst nur für die Bearbeitung und Lieferung Kosten zahlen. Dort, ich zeige dir viele Methoden, um Gagge viel erfolgreicher zu lernen und viel schneller Fortschritte zu machen. Und besonders, wenn du Erwachsener bist, wie du eigentlich Gagge am besten lernen solltest. So, danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch eine sehr schöne Woche und bis zum nächsten Video. Danke, tschüss.